So, und jetzt gehen wir nach Hause. Das kannst du gerne schneller machen. Was ist das? Oh, Fähigkeit verbessert. Gut. Und jetzt würde ich dich bitten, mal Bücher zu lesen. Ich komme rüber. Spargel. Clue. Da sah. Sie chattet jetzt mit ihr, oder was? Na gut, wenn du mit Chatten fertig bist, dann lies doch bitte... Oh. Ja. Ja, du bist stolz. Ja, ich habe wundervolle Bücher gekauft. Das haben wir durchgelesen. Und auch Logikband 1 haben wir durchgelesen. Das haben wir durchgelesen. Das haben wir durchgelesen. Gut. Das sollten wir auch bald durchgelesen haben. Dann haben wir hoffentlich auch das hier mal. Fertig. Ich hoffe's. Dann haben wir hier nämlich wieder zwei frei. Und dann können wir mal über Kochen lesen. Warum dauert denn das so lange? Warum sind wir denn nicht bei Fast Forward? Wundervoll. So, dann lies doch bitte mal dieses Buch. Oh, Moment. Das Buch lesen. Kann ich gerne wieder hinsetzen, ist mir egal. Was ist das? Ein offizielles Schachturnier gewinnen. Ach du Scheiße. Das haben wir auch gelesen. Dann lies doch bitte das Buch nochmal. Wie geht's dir denn? Oh, du hast Hunger. Aber wie blöd. Dann isst doch bitte Dosensuppe. Hör mal auf, dein Buch zu lesen. Wenn du Dosensuppe gegessen hast, geh bitte auf Klo. Wenn du auf Klo warst, geh bitte ein Bad nehmen. Weiter. Das machen wir mal alles ganz fix. Und wenn wir das fertig haben, müssen wir auch schon wieder schlafen. Das Bett machen wir noch und dann gehen wir schlafen. Und dann, wenn wir damit fertig sind, spielen wir ein Computerspiel. Und wenn wir ein Computerspiel gespielt haben, lesen wir das Buch noch zu Ende. Neues Rezept lernen. Sollten wir hinkriegen. Na, Puppelein? Moment, Moment. Rangehen. Wer ruft denn an? Ersatzausbilderin. Beim Militär ist ein Ausbilder krank geworden. Dummerweise finden schon bald die Geschicklichkeitsprüfungen
für die Kadetten starten. Niemand muss sie darauf vorbereiten. Wenn du dich schnell zum Stützpunkt aufmachst und die Kadetten unterrichtest, ist das Militär auch bereit, dich angemessen zu bezahlen. Okay, na dann spielen wir keine Computerspiele und lesen das auch nicht und machen das auch nicht, sondern geh bitte hier zur Militärbasis. Gelegenheit. Fahr doch bitte da mal hin. Ach so. Das geht nur an gewissen Tagen wieder. Glück. Ach so. Pass auf, dann spiel das mal zu Ende. Und geh danach bitte schlafen. Und an was für Tagen geht es? Stand doch hier irgendwo. Oh, ich muss mal meinen Garten aufräumen. So, dann bitte eine Dosensuppe essen und dann lies bitte das Buch. Dann ruf doch bitte mal Hank an. Kann ich da auch... Moment, Karte. Die Militärbasis war irgendwo hier. Montag, Dienstag, Mittwoch. Okay. Zu mir zurück. Du liest dieses wunderschöne Buch. Kannst deinen Kühlschrank nicht laden, hast du verstanden? Hörst du hier die Gelächter, die Tränen? Aha, wundervoll. Frisch nie auf! Am Nage Jimda! Plester? Do Miska! Mizad Bada! Zor Dizana! Masgazi! Begleiten! Okay, aber erst gehen wir auf Klo. Benutzen. Markinoma? Nerb Diviv! Wasta! Blagotin Jaza! Simming Glasen. Kochen, glaube ich, ist das. Amber Glow. Maskurida. Quesna. Ja, ja, plauder mal mit dem bitte zu Ende irgendwann. So, dann gehst du auf Klo. Dann kochst du was. Wochenfähigkeit verbessern. Okay. Moment, das da möchte ich gerne Pfannkuchenäpfel essen. Apfelpfannkuchen essen wir gerade, okay. Das
Das hier können wir bitte mal aufräumen. Machen wir bitte schneller. Wir basteln mal am Ofen rum. Kühlschrank kann ich nicht rumbasteln. Aber Hygiene brauche ich schon wieder. Wie lange bastelst du denn an dem Ding rum? Reicht. Geh erstmal baden. Nachdem du baden warst... gehst du auf Klo. Dann gehst du bitte schlafen. Und dann sehen wir weiter. Dann musst du wahrscheinlich wieder was essen. Mach doch mal klebrige Carbonara. So, ich bin gespannt, wie lange du schläfst. Du die Macaroni dann noch kochst. Alter, wer ruft mich denn so spät an? Den muss ich auch mal wieder plaudern. Läuft. Wir schlafen bis Mitternacht. Bastel doch bitte mal ein bisschen noch an dem Pferd rum. Man ja auch immer um 3 Uhr früh abwaschen und an irgendwelchen Haushaltsgeräten rumbasteln. Aber zock doch bitte noch ein bisschen. So, wir zocken erst. Dann gehen wir nochmal aufs Klo und baden.
recht. Das war spaßig genug. Das reicht auch mit dem Baden. Wir können jetzt noch etwas hier rumbasteln. Was hast du denn an? Das sieht ja scheiße aus. Wir arbeiten mal hart. Ach nein, wir lassen es ruhig angehen. Weil wir danach zur Militärbasis fahren. Machen wir die wahr. So, die Karte hat sich gedreht, okay. Nach einer langen Verfolgungsjagd verliert Hanna die Spur, da die Flüchtlinge eine Fußspur verwischt hat. Hanna kann rekonstruieren, dass er dazu einen Ast mit seltenem Baum im Norden der Stadt wächst und so seine Lage, sein Versteck zu finden. Hanna stellt ihm eine Falle im Wald, Festnahme erfolgen. Hanna wird aufgrund ihrer hervorragenden Detektivarbeit befördert. Halt, 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 Pause. Herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Hanna hat ihr einen Bonus von, okay, und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Tatorttechnikerin. Boah, was ist das? Malereifähigkeit verbessern. Ja, das machen wir mal. Raus aus dem Labor und ab in die große, weite Welt. Als Mitglied Spurensicherung aufgaben kann Stein, bla bla bla. Immer noch mal bis... Aber ich möchte jetzt bitte hier hin. Auf geht's. Oh, meine Energie ist im Arsch. Scheiße. Ich muss dringend schlafen. Aber wir müssen jetzt schlafen. Und wenn wir aufgestanden sind, spielen wir ein Computerspiel.